Hey meine Lieben, willkommen im TV No Pop-Up Store hier in der Bartelstraße 1 in der Schanze im Hamburger Szeneviertel. Wir haben heute einen geilen Schaumwein da, schönen Perlwein aus Österreich, Mainklang Prosa. Den verkosten wir heute mit euch und schenken uns gleich mal ein. Genau, das ist Milo. Wir sind jetzt hier im Pop-Up Store, das hat Milo ja schon gesagt. Noch ein paar Wochen, dann sind wir wieder dicht. Und das stimmt nicht so ganz, dass wir einen tollen, schönen Perlwein haben, sondern es kommt immer darauf an, wer hier arbeitet. Derjenige wünscht sich dann so ein paar Produkte. Und Milo hat gesagt, er hätte gerne diesen Mainklang Prosa. Warum? Das ist eigentlich einfach ein toller Wein. Das ist ein Perlwein, wie du schon gesagt hast. Was ist der Unterschied zwischen Perlwein und Sekt? Ist das das Gleiche? Das ist so über das Druckverhältnis. Also ein Perlwein geht offiziell bis 2,5 Bar Druck und ein Schaumwein beginnt ab 3 Bar, also in Deutschland jedenfalls. Hat dann auch noch mal was zu tun mit der Sektsteuer und so wie den Geschichten. Auf Perlwein ist keine Sektsteuer. Okay, alles klar. Das heißt, Perlwein hat immer ein bisschen weniger Kohlensäure als Sekt. So ein bisschen, hat mehr Druck, hat weniger Druck und natürlich auch weniger Pellage. Okay, super. Und warum gerade Mainklang? Mainklang ist ein Demeter-Weingut, also biodynamischen Weinbau betreiben die. Am Süden vom Neusiedlersee, also an der Grenze vom Burgenland. Ist geiles Wetter da eigentlich. Also im Sommer ist es sehr heiß, im Winter sehr kalt. Coole Gegensätze, geile Ecke und cool. Schöner Wein. Und hast du schon ordentlich was verkauft? Ja, auf alle Fälle. Also bei mir persönlich ist es schon so einer der Top 5 Seller, sag ich mal, okay. Mit dem einen oder anderen Wein aus Deutschland. Ist ja immer so rosa, ne? Ist pink. Pink Schaumwein ist ja immer ein bisschen abschreckend bei einigen, ja, oder? Ja, was total schade ist. Also ich finde ihn total cool. Das ist ein Spätburgunder, die Farbe, ganz kurze Mazeration auf der Schale. Aber man sieht das, der geht so ein bisschen, der hat so orangene Stiche, ne? Der ist eher orange, als der pink ist, oder? So ein bisschen rostig irgendwie. Ganz geil. Aber riecht super. Hat eine schöne Nase, hat so ein bisschen diese Walderdbeeren, diese kleinen aromatischen. Ich finde, der hat aber so ein Hagebutte, also so ein Hagebuttentee. Ja. Bisschen was. Fast schon Räubuschnoten irgendwie. Ja, stimmt. Ja. Geiler Total Stoff. Schön. Überhaupt nicht süß, also er riecht nicht süß, er riecht so schön, so ein bisschen auch gereift, also so ein bisschen erdig irgendwie. Was jetzt wirklich positiv gemeint ist, also richtig schön. Mhm. Waldboden frisch. Ja. Das schmeckt man auch. Er hat überhaupt nichts Süßes. Er hat dieses Räubusch. Ich finde, Räubusch schmeckt man mehr als Hagebutte jetzt. Aber auch diese Walderdbeeren, diese kleinen, sehr aromatischen. Eine schöne Frucht. Ich finde, es fühlt sich gut an. Schöne Würze schöne dazu. Schöne Würze auch. Ja. Lecker. Sehr, sehr gut. Ich habe ihn auch letztens mal mitgenommen zu einer Freundin zum Brunchen. Ist auch einfach ein geiler Wein so für einen Sonntagvormittag irgendwie. Cool. Um so ein bisschen in den Tag zu starten. Also, ihr habt noch kurz die Möglichkeit, Milo kennenzulernen. Kommt vorbei und lasst euch von Milo einschenken. Danke, Milo. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank für diese Bereicherung. Diesen schönen Perlwein. Danke euch.